You and your men. She thinks you're a man. I think she's an idiot. Abgedrehte Dialoge erlesener Weltstars, tanzende Lichtpunkte und hochakrobatische Einlagen. Wer derzeit den begehrten Einlass in diese geheimnisvollen Räumlichkeiten findet, der glaubt, mitten im Zentrum der amerikanischen Traumfabrik zu sein. Hier aber irrt der Betrachter. Denn dieses Tinseltown befindet sich nicht in Hollywood, sondern auf Hawaii. Genauer gesagt in den Squaresoft Studios Honolulu. Also jener Ideenschmiede, die 1986 gegründet wurde und ein Jahr später mit Final Fantasy die Geschichte eines Sensationserfolges einleitete. Unser Ziel war es, eine möglichst wirklichkeitsnahe Welt herzustellen und unsere technischen Möglichkeiten weiter zu vervollkommnen. Wir konnten hier schon die Erfahrungen mit unseren Spielen einbringen. Für den Film wollten wir das noch toppen und Figuren kreieren, die Menschen wirklich ähnlich sind. Und genau hier sind jetzt 200 Mitarbeiter aus insgesamt 22 Ländern damit beschäftigt, die derzeit innovativste Augenwischerei des beginnenden 21. Jahrhunderts zu realisieren. Den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und die Filmgeschichte auf den Kopf zu stellen. Mit Final Fantasy, die Mächte in dir, erwartet den Fan zum ersten Mal ein Film direkt und komplett aus dem Rechner, der Schauspieler aus dem Cyberspace in fotorealistischer Qualität präsentiert. I'm actually the first photorealistic digital actress ever created. Dabei wird zunächst in der Konzeptskizze jede einzelne Szene des Films zu einem Storyboard zusammengefasst. Nach den Rohfassungen wird dann zunächst das Modell erstellt. Ungefähr 50.000 Polygone sind notwendig, um den virtuellen Akteur mit Leben zu erfüllen. Über Gitternetze wird eine biomorphe Schicht gelegt und mit Texturen versehen. Um den maximalen Realismus noch weiter zu vervollkommnen, fügen die Animatoren nicht nur jedes einzelne Kopf- und Barthaar separat ein, sondern passen auch Millionen von Körperfalten den Bewegungen der Einzelfiguren an. Selbst Hautunreinheiten werden gnadenlos sichtbar gemacht. Und das ist noch nicht die einzige Neuerung. Erstmalig bei der Leinwandadaption einer Spieleserie zeichnet mit Hironobu Sakaguchi auch der Entwickler der Fantasy Games höchstpersönlich dafür verantwortlich, dass die Philosophie der beliebten Saga herübergerettet wird. Wenn auch vollkommen neue Charakterzeichnungen entstehen und in einer Story angesiedelt werden, die mit Spielgeschehnissen nur wenig Gemeinsamkeiten aufweist. Gut, aber man muss bedenken, dass auch jede einzelne Folge der Spielserie eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählte, die den Spieler mit immer neuen individuellen Charakteren konfrontierte. Aus diesem Grund wollten wir auch, dass der Film nicht nur eine Kopie des Games darstellt, sondern in Story und Gestalten eigenständig daherkommt. Aber es bleiben ja die gleichen Macher, die für Spiele und Film verantwortlich sind, und ich denke, dass unsere wichtigsten Themen gewahrt bleiben. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen und um einen gewissen spirituellen Hintergrund. Und da kommen Film und Spiel ganz sicherlich wieder zusammen. Der Film führt ins Jahr 2065. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Seelen existieren und diesen eine spezielle Energie innewohnt, die man der Forschung nutzbar machen kann. Schade, dass der blaue Planet von außerirdischen Aggressoren bedroht wird. Eine breitere Akzeptanz der Spieleszene möchte Regisseur Hironobu Sakaguchi erreichen. Der vorab im Internet veröffentlichte Trailer sorgte in den Gamerforen wochenlang für Gesprächsstoff. Und auch den Filmstart am 23. August sollten Sie sich vormerken, wenn Sie das nicht ohnehin bereits getan haben.